Schloss Ippenburg, ein herrschaftliches Anwesen, ist Herzstück für das Bad im Blütenmeer der Landesgartenschau Bad Essen. Rund um das neugotische Schloss ein Fest nicht nur für den eingefleischten Gartenliebhaber, sondern für die ganze Familie, für den ganzen Sommer. Es leuchtet, es glitzert, es glänzt hier auf der Landesgartenschau in Bad Essen. Ich befinde mich auf Schloss Ippenburg und neben mir sitzt Frau Dominik, Marketingchefin der Landesgartenschau. Wir werden jetzt einen kleinen Rundgang machen über die Landesgartenschau. Wo fangen wir an? Ja, erstmal herzlich willkommen und wir werden jetzt gleich erstmal auf diese wunderschöne Terrasse hinaustreten, einen Blick über die gesamten Gärten, die wir ja hier im letzten Jahr angelegt haben, machen. Und dann werden wir uns den Garten von Götz Alsmann ansehen. Herrlich. So, und von hier aus können Sie jetzt schon die gesamte Pracht der Ippenburger Gärten sehen. Ja, wunderschön. Herrlicher Blick. Schon vor der Landesgartenschau ein prächtiger Schlosspark, wurde das Vorgefundene verfeinert. Die Landesgartenschau integrierte 60 verschiedene Themengärten, eine spannende Collage. Diese Themengärten sind wunderschön, könnte man viel nachmachen. Also viele Ideen und Inspirationen habe ich bekommen, sehr schön hier. Dieser Park und jetzt eingegliedert mit dem Neuen und mit den Verkaufsflächen, das finde ich einfach so toll. So natürlich und so schön. Frau Dummig, die Startbedingungen waren ja nicht so einfach. Harte Bedingungen, schwerer Winter, wenig Personal, wenig Geld. Wie läuft es mittlerweile? Ja, Sie haben recht. Wir hatten ja nur ein Jahr Vorbereitungszeit und wir haben unglaublich geschuftet, damit wir pünktlich zur Eröffnung am 23. April unseren Gästen dieses Blütenmeer hier zeigen konnten. Und ich glaube, wenn Sie sich hier umsehen und nach hinten mal blicken, dann sehen Sie, wir haben hier eigentlich Unglaubliches geschaffen. Und darauf, denke ich, können wir zu Recht alle sehr stolz sein, dass jetzt das Landesgartenschau-Team ist oder eben die Bürger in Bad Essen, die uns alle hier unterstützt haben oder auch das Haus von dem Busche, die ja hier mit ihrer Anlage doch sehr stark dazu beigetragen haben, dass wir das heute hier so präsentieren können. Mhm. Wir gehen mal gleich einen Rundgang weiter und werden als erstes wohin gehen? Ja, wir gehen jetzt zum Götz-Alsmann-Garten. Mhm. Der heißt eigentlich gar nicht so, sondern er heißt Sehnsucht nach Pawlowsk. Und das ist einer der schönsten Orte hier im Park, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Na dann, treibt mich doch die Sehnsucht schon dahin. Da ist es schon. Direkt in der Mittelachse zum Schloss liegt die Sehnsucht nach Pawlowsk. Entworfen durch Landschaftsarchitekten Michael Müller, dominiert durch einen großzügigen Schwimmteich. Oh, schön. Ja, und das macht auch so richtig Lust. Jetzt auch, wo der Sommer so richtig durchkommt. Genau, und das ist Ganze ja auch, jetzt kommt das Ganze so zur Blüte. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir möchten den Besuchern zeigen, wie schön Gärten sein können. Wir möchten Lust auf Garten machen. Inoffiziell wird die Anlage einfach nur Alsmann-Garten genannt. Der bekannte Musiker und Entertainer liefert die Ideen und ist Pate für den Garten nach russischem Vorbild. Pawlowsk war die Sommerresidenz der russischen Zaren. Eine fantastische Gartenlandschaft, die man der Sumpflandschaft abgetrotzt hat. Und dieser Garten vereint halt einige Elemente traditioneller russischer Gartenästhetik und verbindet sie mit unserer Welt. Das ist eine tolle Idee. Sie haben es gut. Ja, das ist auch das, was alle meine Freunde sagen. Du arbeitest da, wo andere Urlaub machen und was Tolleres gibt es doch gar nicht. Und ich darf so selten in die Parks. Meistens muss ich ja leider im Büro sitzen und all die Arbeit machen. Aber schöner Platz. Könnte man sich zu Hause auch gut vorstellen. Ja. Wenn man sich das anguckt, dann denke ich, kann man so viele Anregungen auch mitnehmen. Und wir haben auch sehr kleine Gärten, die also auch wirklich auf kleinstem Raum realisiert werden können. Das schauen wir uns gleich mal an. Machen wir auf jeden Fall. Noch aber erstmal bleiben wir noch ein bisschen hier liegen. Ich glaube, wir ernten schon neidische Blicke. Ja, genau. So, was schauen wir uns denn als nächstes an, Frau Dominik? Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einmal einen Blick in unser Heckenlabyrinth werfen. Ja. Und dort einen meiner Lieblingsgärten besuchen. Der heißt? Gärtnerin aus Leidenschaft. Ui, das passt. Das gucken wir uns an. Am Mittwoch geht unsere OS1-TV Flora Novela weiter. Claudia Putzig und Judith Domenmick setzen ihren Rundgang fort, quer durch die Heckengärten. Alice im Wunderland lässt grüßen. Teil 2 unserer Gartenschau-Doku-Serie. Klicken Sie rein.